Ja, hallo meine Lieben, es gibt ja immer wieder einige Tipps zum Thema Stoffwechsel und wie man diesen ziemlich ankurbeln kann, um einfach wesentlich mehr Energie in die Zellen zu bringen und dafür wesentlich mehr überschüssiges Fett wieder loszuwerden. Welche Stoffwechselmythen nun stimmen und welche man sich einfach sparen kann, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Mythos Nummer 1. Morgens früh einfach ein Glas Wasser mit Zitronensaft, das kurbelt den Stoffwechsel so richtig an. Ist das richtig oder falsch? Ja, richtig ist das. Für die beste Wirkung morgens einfach ein großes Glas mit lauwarmem Wasser und dem Saft einer gepressten Zitrone gleich nach dem Aufstehen trinken. Ursprünglich hat man dieses Ritual im Ayurvedischen gemacht, um eben die Verdauung anzuregen. Mittlerweile weiß man auch, dass eben das Zitronenwasser die Ausscheidung von Giften aus dem Körper ziemlich beschleunigt und eben unsere Leber reinigt. Ein großes Glas als allererstes nach dem Aufstehen und dann jeweils 30 Minuten vor dem Essen, das wirkt dann einfach sehr harntreibend und beschleunigt eben die Ausscheidung der Gifte mit dem Urin. Wichtig ist dabei, klarerweise biologische Zitronen zu nehmen und eben kein allzu heißes Wasser, da dieses Jahr, wie wir auch wissen, die Vitalstoffe ziemlich minimiert. Am besten ist einfach in dem Falle Wasser immer körpertemperiert zu nehmen. Der Mythos Nummer 2. Milchprodukte verlangsamen den Stoffwechsel. Ja, die lieben Milchprodukte. Richtig oder falsch? Auch das ist richtig, meine Lieben. Milch und dessen Produkte verlangsamen tatsächlich einfach unseren Stoffwechsel und die sogenannten gesättigten Fettsäuren darin lassen sich schwieriger aufspalten und brauchen einfach länger, bis sie eben verstoffwechselt sind. Zudem ich Milch nicht wirklich empfehlen würde, wie die meisten von euch sich auch denken können. Der Mythos Nummer 3. Ein Glas Rotwein am Abend ist gut für den Stoffwechsel. Jein, muss man da sagen, da sage ich ganz klar nein, denn ich trinke keinen Alkohol und bin auch nicht dafür, schon gar nicht für die Gesundheit. Fakt ist, Studien haben auch gezeigt, dass dunkelrote Trauben unsere Fette und eben auch Leberzellen ziemlich beeinflussen. Warum? Das Traubenextrakt verlangsamt eben das Wachstum unserer Fettzellen und die Bildung neuer Fettzellen. Das hilft einfach der Leber, Fett schneller zu verbrennen. Zusätzlich normalisiert sich dabei auch der Blutzucker und der wichtigste Mitspieler ist dabei die Ellagensäure, ein ganz natürlicher Bestandteil von Trauben. Und diese sekundären Pflanzenstoffe bewirken zwar keine Wunder im Stoffwechsel, aber durch die beschleunigte Fettverbrennung, besonders eben in der Leber, verbessern sie eben die Leberfunktion und somit einfach auch den Stoffwechsel. Also Rotwein nein, ganz klar nein, doch rote Trauben ja. Und natürlich in dem Falle kann man natürlich auch OPC bzw. MPC nehmen oder einfach viele, viele rote Trauben genießen. Mythos Nummer 4, meine Lieben. Scharfes Essen. Ich mag scharfes Essen, ja. Und scharfes Essen regt eben auch den Stoffwechsel an. Ist das so? Stimmt das tatsächlich? Es ist so, ja. Capsaicin heißt eben dieser Wirkstoff, der neben anderen Capsaicinoiden für den scharfen Geschmack, wie in der Chili eben, verantwortlich ist. Und die Chili ist ja eigentlich geschmacklos, reizt aber unsere Nervenenden, die normalerweise eben dann Wärmeimpulse wahrnehmen. Das erzeugt dann eben die brennende Schärfe und die Schärfe erzeugt im Körper eben Hitze und regt den Stoffwechsel dadurch an, sodass wir mehr Fett verbrennen. Der Nebeneffekt dabei ist einfach, wir essen meistens von sehr scharfem Essen deutlich weniger als von milderem Essen. Ist bei mir jetzt nicht so unbedingt der Fall, aber ich gehe davon aus, bei den meisten eben schon. Mythos Nummer 5, es geht dahin. Ingwer hilft beim Abnehmen. Auch das ist richtig, wie wir schon am scharfen Geschmack erkennen können. Grund dafür ist einfach, dass die Scharfstoffe in Ingwer die Körpertemperatur eben auch erhöhen, wie eben gerade bei der Chili das Capsaicin den Stoffwechsel eben auch auf Hochtouren bringt. Auch die Fettverdauung im Darm wird eben auch durch Ingwer gefördert. Und Ingwer regt einfach die Produktion der Magensäure an, wodurch eben auch andere Speisen schneller und wesentlich leichter verdaut werden können und die Verdauung des Fetts im Darm beschleunigt. Das Ergebnis ist dabei, wir scheiden einfach effizienter Abfallprodukte aus, was man eben auch mit Entschlackung betiteln kann, meine Lieben. Und wir kommen zum letzten Punkt, in meinem Fall Mythos Nummer 6.
zu viel Zucker und Weißbrot hemmen den Stoffwechsel. Ja, zu viel Zucker und Weißbrot ist generell nicht allzu gut. Ja. Auch das stimmt, Zucker und Weißbrot hemmen den Stoffwechsel. Und zwar da ganz insbesondere dann zusätzlich noch, wenn wir dieses Lebensmittel oder diese Lebensmittel, also Kohlenhydrate, mit Fett kombiniert zu uns nehmen. Zum Beispiel eben Brot mit Aufstrich, Spaghetti mit Soße, eben Kuchen und Schokolade und so weiter. Warum ist das so? Normalerweise schmelzen ja Fettreserven, sobald wir weniger Energie aufnehmen, als der Stoffwechsel eben verbraucht. Essen wir aber Zucker und Fett gleichzeitig, bremsen wir diesen automatischen Fettabbau in dem Maße ziemlich radikal, denn bei der Zuckeraufnahme schüttet ja unsere Bauchspeicheldrüse Insulin aus, das unser Körper ja benötigt, um den Zucker in die Zellen zu transportieren. Parallel wird eben aber auch der Fettabbau verhindert, weil eben Insulin verhindert, dass der Stoffwechsel das Fett verarbeitet. Also hier haben wir die gegenteilige Wirkung, sodass eben das Fett praktisch direkt auf die Hüften wandert, weil es eben durch das Insulin nicht verstoffwechselt werden kann. Ja, meine Lieben, das waren mal 6 Mythen, die keine Mythen sind und die in allen Fällen den Stoffwechsel und die Entgiftung boosten und voranbringen. Und manche Kohlenhydrate und eben auch Milch verhindern diesen. Und ja, wenn man das weiß, kann man sich danach halten und richten. So ist es einfach halt mal. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einfach, bleibt mir gesund, und wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil ihr wisst, das ist sowieso das Wichtigste, gesund zu sein oder eben zu werden. In dem Sinne, gebt mir euren Daumen hoch, schaut in meine Infobox, ihr wisst, da habe ich alle meine empfohlenen Mittelchen, die ich selber so einnehme, aber schaut auch auf meine Homepage, ich bin dabei, hier wirklich alle Themen, alle Videos auch in meinem Blog auf meiner Homepage hier nochmal zu verschriftlichen, um das Ganze noch einmal nachlesbar zu machen und hier noch die eine oder andere Information zusätzlich zu bringen. Also auf meine Homepage gucken, meine Lieben. In dem Sinne, ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch lieb, wir sehen uns, baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.